Nicht der Papa, nicht der Papa! Na, das schreien die ständig, Edeltraut. Woran kann denn das nur liegen? Du, keine Ahnung, Schnutzelputzel. Na, wer ist das? Hallo, die Post ist da, schöne Frau. Oh, du hast Besuch, Edeltraut? Wer ist das? Ach, das ist doch nur der Postbote. Hallo, Onkel Postbote. Na, ihr seid ja süß, würde euch glatt adoptieren, aber ich hab ja schon 20 Kinder. Was? So, ich muss los. Tschüssikowski, Paket liegt im Flur. Tschüssikowski. Hallo und herzlich willkommen zu Jan-Tam-Tam. Habe ich da Licht gesehen? Ja, nein, nicht anfassen, nicht essen, Motte. Ich bin nur eine arme kleine Lampe und isst doch lieber die leckeren Gehirndumplings, die wir jetzt machen. Na gut. Gut, dafür müssen wir ein paar, nein, Sachen klein schneiden und das ist nicht mein Kostüm. Out of the dark, es ist die Stimme, die dir sagt. Into the light. Nein. Ach, boah. Sind das eigentlich meine toten Cousins da drin? Nein. Bist du sicher? Ich putze mich regelmäßig dreimal im Jahrzehnt. So, wir müssen als erstes Champignons klein häckseln. Wusstet ihr übrigens, dass das ein Rezept meiner Mutter ist? Davon sollen die Kleinen besonders schlau werden. Hat's bei dir gut geklappt? Natürlich. Ich bin ja auch Professor, das wusstet ihr nur noch nicht. Für was denn? Fressologie. Das kaufe ich dir ab, das kaufe ich dir ab. Ich hole schon mal eine Pfanne. Schaffst du das? Bestimmt. Wie Arkest. Au! So, ich häcksle das mal klein. Ich halte dir mal die Stellung, ja? Ja. Das ist auch so praktisch, wenn du da bist, hat man immer Licht. Ja, ne? Voll. Siehst du alles gut? Ja. Ihr könnt natürlich das Ganze auch ganz klein schneiden. Aber für Dumplings muss es halt schon wirklich richtig klein sein. Kleiner als Mottenlöcher. Das stimmt. Außerdem kommt dann besser das Wasser aus den Pilzen heraus. Und das wollen wir nicht in der Füllung haben. Ja. Weil sonst wird es zapschig. Ja. Ich mach mal noch einen Schluck Öl in die Pfanne. Ich kann ja schon mal Zwiebel und Knoblauch schälen und in Stücke schneiden, die der Mutti zerkleinerer verarbeiten kann. Überleg die ganze Zeit Songs, die mit Lampen und Motten zu tun haben. Es gibt nicht so viele. Wenn euch gute Songs mit Lampen und Motten einfallen, könnt ihr die ja in die Kommentare schreiben. Auf dem Weg runter nicht vergessen zu abonnieren und die Glocke zu läuten. Und wir haben jetzt auch TikTok. Oh shit, yeah, haben wir. Also besucht uns auch da, wenn ihr TikTok habt. Ja. Dann geht euch ein Licht auf. Das gefällt mir sehr. Nein! Mein Kopf ist sehr schwer, muss ich gestehen. Und es ist nicht das große Hirn. So, jetzt kommen da Shiitake rein. Die gehen gut. For the special flavor. Yes. It's a nice flavor. Der eine. Jetzt. Okay. Ich dachte, dieses Halloween, ich bin wirklich eine der gruseligsten Sachen, die es gibt. Weil wenn ich mir überlege, dass Motten meine Lieblingsklamotten kaputt essen würden, ich wäre schock. Das stimmt. Es gibt viele Leute, die Motten nicht mögen. Ich verstehe das irgendwie nicht. Also Kleidermotten, ja, okay. Sind fies, ja. Lebensmittelmotten, auch okay. Aber alle anderen Motten sind so wunderschön. Ich liebe bunte Motten. Die sind auch ganz fluffig und voll fleischig und groß. Die hängen einfach nur ein bisschen ab halt. Ne? Ja. Die wollen auch nur ein bisschen ins Licht kommen. So. Ist so. War nicht mehr dunkel. So, Zwiebeln und Knoblauch sind in formschöne Stücke schon mal präpariert. Knoblauch zu den Zwiebeln. Oh, ich muss hier mal ein bisschen rühren. Mach mal, ich mach hier mal klein. Elektrische Geräte mögen sich nämlich normalerweise sehr gerne zusammen. Redet ihr gerade eigentlich? Ja, hörst du es nicht? Was hat der Mixer so zu erzählen? Ach du, nur gute Sachen. Ich hasse alle, nur gute Sachen. Das ist fein klein. Hier muss erstmal das ganze Wasser raus. Jetzt können Zwiebeln und Knoblauch dazu. Bist du jetzt eine Drumming Moth? Eine Moth Drum? Moth Drum. Mein Möttchen.
No. Das ist wirklich ein ganz schlimmer Kosename. Ja. Aber ich weiß nicht, ob ich Lämpchen nicht schlimmer finde. Spätzelein finde ich auch ganz schlimm. Spätzeleinchen, ja. Ihr könnt ja mal euren schlimmsten Hass-Kosenamen in die Kommentare schreiben. Mäuschen fand ich auch immer schwierig. Ja. Und meine Mutter hat mich immer Felicitas gerufen. Meine Mutter sagt dann einfach nur zu mir, wegen dir haben sie mir den Bauch aufgeschnitten. Jetzt mach das. Wow, that escalated quickly. Und was willst du bitte darauf antworten? Hey, gib das her. Hier, gib das her. Das? Ja. Ich schmeiß da jetzt noch hier das da wieder rein, während du da wendest. Mhm. Und jetzt kommt da hinein Kimchi. Das ist fermentierter koreanischer Kohl. Haben wir hier schon mal gemacht. Ja. Also wenn ihr das sehen wollt, klickt ihr auf i oder am Ende ist es auch nochmal verlinkt oder ne, Videobeschreibung. Ihr wisst, pipapo. Das gibt eine schöne Farbe. Wir wollen ja schließlich Gehirne haben. Richtig. Endlich mal Gehirn. Ich weiß gar nicht, wie sich das anfühlt. Ich auch nicht. Ich habe nur Nervenknoten. Und ich habe Licht. Und jetzt ab dafür. Und das Geile ist, jetzt haben wir eigentlich schon alles mehr oder weniger gepreppt, was geschnitten werden musste. So, ich kann das hier mal kurz wegräumen. Ja. Ich bin eine poltergeistgesteuerte Lampe, die sie durch die Wohnung leitet und denkst immer, da habe ich sie aber nicht hingestellt. Ein Yokai. Nach 100 Jahren wird das Gerät oder der Gegenstand lebendig. Ja, so fühle ich mich auch. So, es wird jetzt Zeit zum Würzen, meine liebe Motte. Ja, ein bisschen Salz. Und für ein bisschen andere Salzkomponente und Geschmack Sojasauce. Und Pfeffer. Nein! Entschuldigung, jetzt habe ich mich so, ich hab mich so erschreckt, dass du mich schon wieder beißen willst. Entweder es beißt mich Edgar oder du. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Meine Tage hier sind gezählt, habe ich schon. Ich will nur dich essen und in dein Licht fliegen. Ja, also Licht fliegen, okay, kein Problem. Ich bin Moshpit erprobt. Ich war mal auf Wacken und da war ich Bühnenbeleuchtung. Oh. Nicht schlecht, ne? Ja. So, ich reibe jetzt hier mal den Ingwer rein. Gab es da auch eine Moshpit? Ja, in der Tat. Okay. Das Ganze geht jetzt in eine Schüssel, damit es abkühlen kann, damit wir uns die Finger nicht beim Füllen verbrennen. Flop. Du machst das schon. Ja, ja. Ich geh kurz schlafen. Geh mal kurz schlafen. Ich lösche mein Licht für dich. Lalilu, nur der Mann im Mond, schau zu. Fliegst du eigentlich auch den Mond an, wenn er leuchtet? Klar, deswegen fliege ich ja auch nur dich an. Du bist nur mein Ersatz für den Mond. Das ist cute. Das klingt ein bisschen wie so ein Kinderbuch. Die Motte, die zum Mond wollte. Stimmt, ne? Ja. Vielleicht schreiben wir jetzt Kindergeschichten. Nein, ich bin nicht der Mond. So. Und das lassen wir jetzt mal kurz abkühlen. Hat einer von euch diesen Postboten hier eigentlich auch schon öfters gesehen? Ja, ständig. Ja, ich war schon mit ihm ein paar Mal unterwegs. Da war ordentlich was los, sagen wir mal. Da haben wir die Nacht zum Tag gemacht. Aha. Lichterloh, ganz hell. Und Edeltraut, war sie auch mit ihm unterwegs? Ja. Was? Ich dachte, du wusstest das. Nein, ich werde sofort mit dir darüber reden. Shining bright like eine Stehlampe. Shining bright like a Stehlampe. Melissa? Ups, bisschen geschlafen. Das ist okay, guck mal, ich leuchte so schön. Komm zu mir. Komm zu mir, nicht essen. Komm zu mir, nicht essen. Ich bin so verwirrt. Ich weiß, kleine Motte, ich weiß. Aber guck mal, das ist jetzt schön kühl. Oh, sehr gut. Wir können jetzt weitermachen. Ja, es ist leider nicht ganz so rot geworden. Kein Problem, dafür gibt es rote Lebensmittelfarbe. Oder das Blut eurer Opfer. Very nice. Aber ist ja auch, ne, wenn man so ein Gehirn sieht, das ist ja nicht knallrot. Das stimmt. Es sind auch so, kommt drauf an, wie viel graue Masse man hat. Okay, ich mach mal. Mach mal Licht aus. Ja, ich verkriech mich mal kurz, ne? Moment. Erstmal Stecker ziehen. Ja, hab mir einen Stecker gezogen. Dann brauchen wir jetzt Backpapier. Bitte! Danke, ich liebe Spucke. Ich auch, aber es kommt nicht so oft vor, dass Edgar uns mal hilft beim Rezept. Ich will nur, dass es schnell geht. Ja, ist das Traueressen? Bist du gefrustet, Edgar? Ich bin sehr nachdenklich. Oh. Die Kinder sehen dem Postboten schon ein bisschen ähnlich. Oh. Vielleicht hat er einfach nur mit denen gespielt. Dann nimmt man ja Gewohnheiten an. Ja. Auch Augen? Ja, klar. Ach so. Die machen halt Auge, weißt du? Ja, das eine hat ja einen grünen Hals. Da muss es ja von mir sein. Ja, richtig. Ja. Du musst einfach mehr Zeit mit ihnen verbringen, dann verändern die sich schon. Ja, ja. Vielleicht habt ihr recht. Ja, klar.
Gut, wir können jetzt unsere Gehirne wickeln. Genau, ich mach mal hier jetzt so ein Stärke-Slurpee. Ja. Damit das zusammenpappt. Es ist ein bisschen schwer, mich zu bewegen. Speisestärke hier hinein. Damit die Kanten verkleben können. Ich übergebe dir hier schon mal den Gyoza-Teig. Danke. Bam, der war schwerer, als ich dachte. Ja, das habe ich gemerkt. Du bist ja auch nur eine Matte. Ja. Das sieht doch aus, als wäre es mein Mottenstaub. Ja, so ein bisschen. Dann bist du ja heimlich. Du kannst das mal hier machen. Ich fülle mal unsere Töpfchen da hinten mit Wasser. Ja. Damit unsere, weil wir dämpfen die. Ja. Und dafür müssen wir halt Wasser, also Wasserdampf aufstellen. Ja. Ist das eine gute Idee, du Wasser, Elektro? Ach ja, das geht schon. Ah! So, Topf Nummer 1. Ja, wir nehmen jetzt so ein Teigdingsi. Wir streichen das mit Wasser, unserem Speisestärkewasser. So. Und dann kommt ungefähr so ein Teelöffel Gehirn rein. Und normalerweise will man ja keine Falten unten haben, jetzt aber schon. Damit es gehirniger aussieht. Ja. Ich bin ein dekorativer Gegenstand. Ich falle gar nicht auf in dieser Küche. Gar nicht. Versuche mich auch nicht vor irgendwas zu drücken. Zum Beispiel von mir. Nein, nein. Tarnmodus. Tarnung. Hä? Wo ist er denn hin? Habt ihr ihn gesehen? Wie konnte er so schnell weg? Hä? Kuckuck. Ah. Da hab ich dich doch gefunden. Du kommst mit. Na gut. So. Das sieht ja interessant aus. Schön hässlich. Das ist in der Tat schön hässlich. Ich schneide mal noch ein bisschen Backpapier für unsere Dämpfkörbchen aus. Ja. Falls hier sowas übrig ist, könnt ihr das einfach mit einer Schere abschneiden. Ja, der wollte ich gerade. Ich habe das immer bei Dumplings, dass ich zu viel Füllung reinmache. Wo könnte das kommen? Könnte das mit deiner Gier nach Dumplingfüllung zu tun haben? Vielleicht. Das ist so krass. Mein Muskelgedächtnis macht einfach automatisch das. Schlimm, schlimm ist das mit dir. Kannst du nicht mal was falsch machen? Ja, das kommt davon. Lampenöl. Kannst du nicht mal was falsch machen? Ja, ist mir ein bisschen aus der Hand gerutscht. Ja, das ist auf jeden Fall jetzt gut geölt, würde ich sagen. Aber ich hole mir mal kurz ein bisschen Papier. Ich mach mal kurz den Deckel drauf. Na toll. Mann. So, Form Nummer 1. Ich habe jetzt ein paar Löcher reingemacht, damit der Wasserdampf wieder durch kann. Eigentlich hätten wir Zombies sein müssen. Und dann? Brains. Ja. Brains. In der Tat. So, ich muss das Spiel hier nochmal weitermachen. Und du musst ja weiter falten. Wir sehen uns gleich. Es dampft. Ich mach hier mal auf. Hui! Hup. Rein mit euch. Mach hier auch mal auf. Hup. Vorsicht, nicht verbrennen, das ist wirklich sehr heiß. Ja, ist auch sehr fragil, mein Flügel. Ja. Gut. Jetzt lassen wir das kurz mal dämpfen, räumen hier auf und präparieren schon mal unsere Soße. Ja. Wo bist du? Ja, wir haben doch gesagt, du isst mich nicht. Nur ein bisschen, nur ein bisschen. Gut, ein bisschen. Bäh. Und? Was für eine Enttäuschung. Siehst du, hab dir doch gesagt. Na gut, dann Soße. Also, wir haben hier erstmal eine Chili-Soße. Es kann irgendeine schöne Chili-Soße sein. Hauptsache rot. Bam. Außerdem haben wir Sesamöl, weil alles schmeckt mit Sesamöl besser. Außer Marmeladenbrot. Tada. Weiß ich nicht. Also mir hat es nicht so gemundet. So, und jetzt noch ein bisschen Ketchup for the sweetness. Badoom. Wir haben ja auch schon mal hier präpariert ein paar formschöne Bechergläser. Ja. Weil darin sieht unser Hirn noch hirniger aus. It's time for blood. Boah, guckt euch an, wie gehirnig sie aussehen. Aber es könnte auch irgendwas tierisches, kadavermäßiges sein, dem man die Haut abgezogen hat. Reingesoßt. Soße.
okay. Das ging schnell. Ja. Es war wie bei mir mit der Ölflasche. So. Nice. Dann machen wir jetzt hier noch den Rand sauber. Und dann können wir probieren. Yes. Jetzt kann probiert werden. Hier. Yes. Guten Appetit. Lecker. Wir wollen auch was haben. Ja. Na gut. Pilzig. Klapschig, gehirnig. Sehr gutes Essen für Lampen und Menschen und Motten. Also macht das gerne heim nach und schreibt uns, wie es euch geschmeckt hat. Wenn ihr gerne weiter schauen möchtet mit Halloween-Videos, dann könnt ihr jetzt hier hinklicken. Da gibt es Zombie-Innereien. Und den Halloween-Burger. Vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu läuten. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. So, reicht jetzt mal hier mit Licht.